Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben im letzten Video ja bereits eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung kennengelernt, nämlich die diskrete Gleichverteilung. Als ein sozusagen elementares, einfaches Beispiel für so eine Verteilung. Und heute in diesem Video möchte ich eigentlich zwei wichtige Verteilungen durchsprechen, nämlich die Bernoulli-Verteilung und die Binomialverteilung. Die sind einfach ganz elementare Verteilungen, die immer wieder so auftauchen in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, mit denen man auch sehr viel machen kann. Und daher macht es Sinn, die jetzt an dieser Stelle einzuführen. Wenn ich so eine Zufallsvariable habe und diese Massenfunktion hier erfüllt, also im Grunde möchte ich damit sagen, dass die Zufallsvariable nur zwei verschiedene Ausprägungen annehmen kann, nämlich 0 oder 1. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass ich irgendwie ich habe ein Zufallsexperiment, das eben halt, keine Ahnung, erfolgreich sein kann oder eben nicht. Und 0 heißt jetzt, dass es nicht erfolgreich war und 1 heißt, dass es erfolgreich war. Also meine Lieblingsmannschaft im Sport jetzt gewonnen hat oder ich habe eine Münze geworfen und die hat Kopf gezeigt oder irgendwie sowas. Ja, und das soll sie eben halt, diese Ausprägung soll sie eben mit diesen Wahrscheinlichkeiten 1 minus p und p annehmen, wobei das summiert sich natürlich immer zu 1 auf. Wenn p zwischen 0 und 1 liegt, macht es halt, ist es halt eine sinnvolle Wahrscheinlichkeitsverteilung hier. Dann heißt diese Zufallsvariable Bernoulli verteilt und wir schreiben dann manchmal auch, dass eben x verteilt ist nach dieser Bernoulli-Verteilung mit Parameter p. Ganz kurz zu den Kenngrößen dieser Verteilung. Der Erwartungswert hiervon ist natürlich p. Kann man sich relativ leicht überlegen, wenn ich einfach durchmultipliziere, 0 mal das plus 1 mal das, ergibt sofort p als Erwartungswert. Und die Varianz kann man sich ebenfalls leicht überlegen. Wir berechnen erstmal den Erwartungswert des Quadrates. Das ist nämlich wieder 0 mal das plus 1 mal das. Also e von x Quadrat ist ebenfalls p. Und jetzt habe ich ja das Ganze muss ich jetzt noch abziehen von dem Quadrat des Erwartungswertes. Also habe ich p minus p Quadrat und das ist, kann ich auch darstellen als p mal 1 minus p. Ein kurzes Beispiel dazu, wenn ich, wie ich gerade schon sagte, so eine faire Münze habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit p eben 0,5, der Erwartungswert ist auch 0,5 und die Varianz ist 0,25. Das heißt, die Standardabweichung ist wieder 0,5. Und wenn ich jetzt eine Münze habe, die nicht fair ist, also die ist gezinkt oder so, die ist auf einer Seite schwerer, das heißt, es gilt zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg, also für Kopf zum Beispiel, 0,8 sein soll, dann ist der Erwartungswert eben halt auch 0,8 und die Varianz ist 0,16 und das entspricht einer Standardabweichung von 0,4 und das ist kleiner als hier. Das macht ja auch Sinn, weil wenn die Münze eben gezinkt ist, dann würde ich eben halt viel häufiger das eine Ergebnis als das andere erwarten. Ich würde also insbesondere davon ausgehen, dass die Ergebnisse nicht so stark schwanken, wie sie das tun, wenn die Wahrscheinlichkeit hier 0,5 ist, wenn die Münze fair ist. Und das kann man eben halt auch beweisen, dass die Varianz für den Wert p gleich 0,5 am größten ist. Dazu fassen wir ganz kurz die Varianz hier mal auf als Funktion von p. Also wir sagen die Varianz, ich hatte ja gerade schon gesagt, wenn ich das ausmultipliziere, dann hätte ich halt als Varianz p minus p Quadrat. Und wenn ich das als Funktion von p auffasse und ich davon das Maximum suche, dann leite ich eben nach p ab, sodass ich hier hinkriege 1 minus 2p und die Nullstelle davon ist eben halt genau bei p gleich 0,5 erreicht. Auch hier ist natürlich jetzt, würde theoretisch noch der Beweis fehlen, dass es sich dabei um Maximum, nicht um Minimum handelt. Das überlasse ich aber mal als Übung, wer das auch immer selber nachrechnen möchte. Gut, damit kommen wir im Grunde auch schon zur Binomialverteilung. Hier ist die Idee eigentlich, dass ich jetzt n verschiedene von diesen unabhängigen Bernoulli verteilten Zufallsvariablen habe. Das sind diese x1 bis xn. Und ich interessiere mich für die Summe dieser Zufallsvariablen. Also ich interessiere mich für diese Summe x der Bernoulli verteilten Zufallsvariablen. Ich möchte also im Grunde wissen, wie viele Erfolge hatte ich. Ja, diese einzelnen Bernoulli verteilten Zufallsvariablen sind ja immer nur 0 oder 1 und die Summe zählt damit, wie viele Erfolge ich erreicht habe bei diesen einzelnen Bernoulli-Experimenten. Und dazu schreiben wir eben ganz oft eben halt auch, dass x
binomial verteilt ist mit Parametern n und p, weil ich ja zum einen wissen muss, wie oft wiederhole ich das Experiment, das ist das n, und zum anderen muss ich etwas wissen über die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg. Und der ist halt immer für all diesen einzelnen Bernoulli-Experimenten ist diese Erfolgswahrscheinlichkeit natürlich immer dieselbe in diesem speziellen Fall. Jetzt folgt aus der Linearität des Erwartungswertes sofort, dass ich den Erwartungswert von x berechnen kann als den Erwartungswert von diesem plus dem Erwartungswert von dem nächsten x2 und so weiter und so fort. Von denen hier habe ich n Terme und die einzelnen Erwartungswerte sind jeweils p, also ist der Erwartungswert von x sofort n mal p. Und wegen der Unabhängigkeit folgt eben halt auch hier, dass sich die Varianz von x darstellen lässt als die Varianz dieser Einzelterme. Und das ist auch wieder n mal p mal 1 minus p. Bleibt also noch darüber zu reden, wie die Massenfunktion ganz konkret aussieht. Jetzt kann man sich hier relativ leicht überlegen, wenn ich k Erfolge haben möchte. Also ich hab n von diesen Bernoulli verteilten Zufallsvariablen und ich möchte, dass genau k davon quasi erfolgreich ausgehen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, diese k Erfolge zu erzielen, ist erstmal p hoch k, ne, weil die sind ja unabhängig voneinander und die Wahrscheinlichkeit für den Einzelerfolg war p. P hoch k ist also die Wahrscheinlichkeit dafür, das zu beobachten. Genauso muss ich natürlich die verbleibenden n minus k Bernoulli-Zufallsvariablen, diese n minus k Bernoulli-Experimente, die müssen natürlich alle erfolglos sein. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1 minus p. Also habe ich hier im Grunde das Produkt aus p hoch k und 1 minus p hoch n minus k. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie viele verschiedene Kombinationen von diesen Ausgängen habe ich denn? Also ich habe ja jetzt hier diese Summe aus diesen Bernoulli verteilten Zufallsvariablen und einige davon, ein paar, also k Stück, muss ich ja jetzt quasi auf 1 setzen und die anderen muss ich alle auf 0 setzen. Also da ist die Frage, wie viele Möglichkeiten habe ich von diesen n Zufallsvariablen k Stück auszuwählen, die ich halt als erfolgreich haben möchte. Und das haben wir im Grunde schon mal gemacht. Das ist der sogenannte Binomialkoeffizient n über k. Das sind die Anzahl Möglichkeiten, die ich halt habe. Und dementsprechend ist das hier meine Wahrscheinlichkeit für k Erfolge. Ich habe das Ganze mal für verschiedene Werte von p und k rausgesucht, wie das Ganze aussieht, grafisch. Und zwar ist es halt so, dass hier diese rote Kurve diese Binomialverteilung darstellen soll für den Parameter p gleich 0,5, also das ist der faire Münzwurf, und n gleich 40, also ich habe jetzt 40 mal diese Münze beispielsweise geworfen, und dann steht hier ja beispielsweise die Wahrscheinlichkeit dafür, genau 20 mal Kopf zu erzielen, das ist eben halt hier der Modus dieser Verteilung, das wahrscheinlichste Element, und dann geht es eben halt symmetrisch nach links und nach rechts weg. Also die Wahrscheinlichkeit entsprechend höhere oder entsprechend weniger von diesen Köpfen zu erzielen, findet sich dann hier auf dieser Kurve. Das Ganze sieht so schön glockenförmig aus. Und wenn ich jetzt mir die blaue Kurve anschaue, wo ich halt immer noch p gleich 0,5 habe, aber eben nicht mehr 40, sondern nur noch 20 Experimente mache, dann kriege ich eben halt diese Kurve. Die ist halt deutlich gestauchter, weil ich ja höchstens 20 positive Ausgänge haben kann. Ich kann ja nicht bis hier rüber zu 40 gehen und ich muss hier auf diesem nur noch halb so großen Bereich ja trotzdem die volle Wahrscheinlichkeitsmasse 1 verteilen. Also muss die Kurve natürlich auch ein bisschen höher gehen und die Wahrscheinlichkeit für 10 geht dann eben bis hierhin. Dann ist natürlich höher als diese Wahrscheinlichkeit hier bei diesem Zufallsexperiment, weil hier habe ich natürlich viel mehr verschiedene Ausprägungen, die auch noch alle passieren können, die also auch noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben wollen. Und wenn ich jetzt das Ganze mir mal für die grüne Kurve anschaue, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit 0,7 sein soll und n ist 20, also ich habe die gleiche Anzahl an Versuche, aber ich habe eben eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, dann ist natürlich auch hier klar, dass sich dieser Berg weiter rechts abbildet als bei der blauen Kurve, weil ich ja allein schon vom Erwartungswert hier mit 14 positiven Ergebnissen rechnen würde und hier nur mit 10 positiven Ergebnissen rechnen würde. Also da verschiebt die Kurve sich so ein bisschen hier rüber und wird in dem Fall eben halt auch schief, die Kurve. Gut, machen wir noch ein Beispiel. Und zwar in einem Raum befinden sich 21 Personen,
sagen wir mal 21 Personen und ich interessiere mich für die Anzahl Personen, welche am Wochenende Geburtstag haben. Und gehen wir mal davon aus, dass der Einfachheit halber die Wahrscheinlichkeit dafür, an einem Wochenende Geburtstag zu haben, 2/7 sein soll. Also wir vernachlässigen jetzt mal, dass so ein Jahr, aufs Jahr gerechnet natürlich es eventuell auch mal ein oder zwei Tage mehr oder weniger geben kann, die halt am Wochenende liegen, je nachdem, wann das Jahr so anfängt und wann das Jahr so endet. Sagen wir der Einfachheit halber eben die Wahrscheinlichkeit für Geburtstag am Wochenende ist 2/7 und die Zufallsvariable x zählt dann jetzt die Anzahl der Personen mit Geburtstag am Wochenende. Dann ist x natürlich binomial verteilt mit 21 Wiederholungen und einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 2/7. Ja, ich kann ja durchaus davon ausgehen, dass diese Personen halt unabhängig voneinander Geburtstag haben. Deswegen ist die Binomialverteilung hier eben eine sinnvolle Verteilung. Dann kann ich sofort schlussfolgern, dass der Erwartungswert 6 ist. Das ist nämlich diese 2/7 mal 21 Personen. Also 2/7 mal 21 sind 6. Und die Varianz ist dann eben diese 6 mal 5/7. Das ist 4,29 oder halt als Standardabweichung 2,07. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich eben genau 6 Personen habe, die den Geburtstag am Wochenende haben, ergibt sich eben über diese Massenfunktion als 21 über 6. Das ist sozusagen die Anzahl Möglichkeiten, die ich habe, aus diesen 21 Personen 6 auszuwählen, auf die das zutreffen soll. Und dann eben halt mal die Wahrscheinlichkeit 2/7 hoch 6 dafür, dass überhaupt die Personen da Geburtstag haben. Und die Wahrscheinlichkeit 5/7 hoch 15 dafür, dass die anderen Personen da nicht Geburtstag haben. Und das sind, wenn ich das ausrechne, etwa 19% Wahrscheinlichkeit. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass zwischen 4 und 8 Personen Geburtstag am Wochenende haben, dann ist das also sozusagen die Summe der Massenfunktion an der Stelle 4, 5, 6, 7 und 8. Und das ist, wenn ich das jeweils hier individuell ausrechne, komme ich hier auf 77,5% Wahrscheinlichkeit. Das ist schon relativ wahrscheinlich, da könnte ich also schon fast drauf wetten, als so eine Art Party-Gag, dass ich irgendwie wette, 21 Leute im Raum, ich wette, dass hier zwischen 4 und 8 Leute am gleichen Tag am Wochenende Geburtstag haben oder sowas. Da würde ich dann eben halt mit 75%, 77,5%iger Wahrscheinlichkeit die Wette gewinnen. Das Letzte, was wir uns noch überlegen wollen, bevor wir hier Schluss machen, ist, wenn ich jetzt zwei Zufallsvariablen habe, x und y, die sollen jeweils binomial verteilt sein mit einer verschiedenen Anzahl an Zügen, n1 und n2, aber gleicher Erfolgswahrscheinlichkeit. Die sollen beide binomial verteilt sein mit der gleichen Erfolgswahrscheinlichkeit. Dann könnte ich mir die Summe z definieren, als ist halt Summe x plus y. Und die Summe z ist jetzt ebenfalls binomial verteilt, das kann man sich überlegen, und zwar mit den Parametern n1 plus n2, also die Anzahl der Versuche addiert sich einfach und die Erfolgswahrscheinlichkeit ist natürlich dieselbe. Das ist relativ klar, weil diese Zufallsvariable, die zählt ja nur, wie viele Erfolge ich habe, wenn ich hier ein Zufallsexperiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit p n einmal wiederhole. Und wann die Erfolge so auftreten, ist mir ja vollkommen egal. Ich interessiere mich ja nur für die Summe. Und das ist hier eben genauso. Und da die Erfolgswahrscheinlichkeit in beiden Fällen gleich ist und ich am Ende auch wieder nur die Summe betrachte, kann ich sowieso nicht mehr unterscheiden, ob ich all die Erfolge hier hatte und hier keine Erfolge oder ob ich hier vielleicht die Hälfte der Erfolge hatte und hier die andere Hälfte. Insofern ist diese neue Zufallsvariable dann eben auch binomial verteilt mit der größeren Anzahl an Versuchen und gleicher Erfolgswahrscheinlichkeit. Und diese Eigenschaft der Binomialverteilung nennt man Reproduktivität für fixiertes p. Also wenn ich das p gleich lasse, dann ist die Summe von binomial verteilten Zufallsvariablen ebenfalls wieder binomial verteilt mit diesen neuen Parameterwerten. Gut, das war's für heute jetzt auch schon wieder. Wir haben mit der Bernoulli- und der Binomialverteilung zwei ganz wichtige Wahrscheinlichkeitsverteilungen kennengelernt und auch ein Beispiel dazu gemacht, wie man damit arbeitet. Und ich möchte im nächsten Video jetzt die sogenannte Poisson-Verteilung besprechen, die sich als so eine Art Grenzfall der Binomialverteilung ergibt und auch in vielen Fällen eben praktisch einsetzbar ist. Fragen, Kommentare oder Anregungen immer gerne unter dem Video posten. Auch über ein Like freue ich mich sehr. Und ansonsten erstmal bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.